Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Wir sind hier gerade im verschollenen Tempel, heißt da, ne? Ne, im verschollenen Schrein, Entschuldigung, unterwegs. Auf des Shadow Lords Spuren. Oder wir versuchen irgendwie einen Eingang ins Versteck vom Shadow Lord zu finden. Haben wir letztes Mal unsere Worte auf Waffen und Zauber aktualisiert und dabei eine ganz praktische Funktion gefunden, dass man diese automatisch ausrüsten lassen kann. Verdammt nochmal, geht's hier irgendwo weiter? Scheint mir irgendwie eine Sackgasse zu sein. Na toll, und dafür haben wir uns hier durchgekämpft. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, neue Worte ausgerüstet mit dieser praktischen Funktion und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir hier mal einen Hinweis auf den Shadow Lord finden, beziehungsweise auf den Schattenfürsten. Das war eigentlich das Hauptbegehr gewesen, warum wir hier gewesen sind. Achso, hier war der Ausgang, den haben wir beim letzten Mal übersehen. Kaine, Emil? Look, from now on, I'm going to sleep outside with you. Why? I can't accept that you aren't allowed in the village. Weil wir Freunde sind. Stupid. So you're staging a protest? Fun. Don't waste your time. But it just feels wrong. Well, that's really nice of you, but you still don't have to stay out here with us. Emil. You got a super important mission. You can't sleep out in the rain. What if you catch a cold? Besides, I like camping with Kaine. Sometimes we sit around the fire and tell stories, or roast... Emil, that's enough. I got a fucking image to maintain. Kaine ist so hart, herrlich, dass wir sie wieder haben. Der Witz an der Sache ist ja, dass unser Haus ja quasi auch außerhalb des Dorfes ist. Wir könnten die beiden noch einfach in unser Haus einladen, oder zählt das noch zum Dorf? Ich weiß es nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt null Ahnung, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Weil wir gehen jetzt genau um den Weg, den wir beim ersten Mal hier auch gegangen sind. Und ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir beim ersten Mal auch schon Stress hatten. Hier irgendwie weiterzukommen. Weil wir hier irgendwie nicht hochgekommen sind. Ja, genau, es war irgendwie super knapp gewesen. Man muss diesen Sprung wirklich exakt timen, um an dieser Mauer hochzukommen. So. Genau, genau, beim ersten Mal haben wir nämlich Grimoire Weiss hier gefunden. Jona war irgendwie unterwegs. Jona ist übrigens immer noch vom Shadow Lord entführt. Um, glaube ich, eine Mondträne oder sowas zu holen, in der Hoffnung, dass sie uns super viel Kohle bringt und wir uns davon die passende Medizin kaufen können. Und dann haben wir sie hier auch gefunden, auch von irgendwie so ein paar Roboter-ähnlichen oder nee, von so magischen Rüstungen wurden wir dann, glaube ich, angegriffen. Und haben aber auch Grimoire Weiss befreit, der uns seitdem ein treuer Begleiter geworden ist, wenn auch ein etwas griesgrämiger bzw. hochnäsiger Begleiter. Just kick him aside. So, damit hätten wir, glaube ich, den ersten. Wow, wie viele sind es denn? Oh. Ah, nice. So eine Attacke können wir auch noch machen. Oh, noch eine Waffe oder was? Das Zweihandschwert Bestienfürst. Okay, ich muss mir auch irgendwann mal die Waffen wieder angucken. Die sind ja auch von den Wörtern her schnell umzuswitchen, wie wir gelernt haben. Ich sehe nichts mehr. So, noch einer weniger. Noch ein Wort erhalten. Waffen, Magie, Erfahrungsrate plus 15%. Achso, das ist der Briefkasten hier, der dieses Benutzungssymbol hat. Wir könnten hier gleich mal wieder speichern. Jo, haben wir noch jemanden? Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, langsam füllt sich auch unser Arzneikraut wieder auf. Ich glaube, in einem Kampf gegen ganz viele dieser großen Schattenviecher haben wir doch ein bisschen gelitten und ein bisschen viel Arzneikraut gebraucht. Wir konnten auf jeden Fall schon lange nicht mehr so viel Arzneikraut hier aufheben. Gut, und das hier müsste eigentlich der Raum gewesen sein, wo wir Jona und Grimoire Weiss getroffen haben.
Und hier ist die Verbindung zu den Gefilden des Shadow Lords oder was? Ach so, den kennen wir doch. Ah, es ist doch kein Problem. Wir haben euch schon mal platt gemacht. Sieht übrigens auch aus wie das Ergebnis dieser Experimente, habe ich so ein bisschen so den Eindruck. There's dozens of them. These are creatures of the darkness. Lure them to the light. Pathetic to the end, I see. Aim for that statue. It's the leader. Ja, ich probier's. You cannot hope to best me. These little bastards just keep coming. These creatures cannot abide the sun. Lure them into the light. Wen sollen wir wo in welches Licht bringen? Autsch. Gut, aber wir haben ihn auch schon einiges runtergehauen. Was müssen wir hier tun? Muss ich einfach ein paar Gegner umschreddern und irgendwann geht dieses Schild weg? Oder wie habe ich mir den Kampf hier vorzustellen? Ich glaube, ich hätte mal irgendwie auf diesen Tipp hören sollen, den die beiden von sich gegeben haben. Ach, hier ist, glaube ich, so Licht auf dem Boden und da muss ich die Gegner, glaube ich, reinführen. Das war, glaube ich, irgendwas mit Light war auch der Tipp gewesen. Jo, das war Gegner Nummer 1. Und da er noch 50% Leben hatte, würde ich mal vermuten, sein Kollege kommt auch noch. Oder wir müssen ihn nochmal besiegen, eins von beiden. Jawohl, gib's ihm, Junge. Have you felled the beast? Er zuckt noch. Na gut, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Oh, wow. Junge, was stimmt mit dir nicht? Wow. Ey, kannst du nicht mal hier Ey, sag mal. So. Und damit sollte das ja jetzt wohl dann hoffentlich endgültig erledigt sein. Das war dann auch nicht so schwierig gewesen. Und jetzt kriegt er endgültig aufs Maul. Genau, hol die Faust raus. Nee, den Schattenpfeil oder was auch immer es ist. What? Keine! Das sieht nicht so aus, als könnte sie diese Verletzung überleben. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst, oder? What? Und jetzt soll ich hier meine Wut dran auslassen, oder wie? Ja, dann machen wir das. Genau das machen wir. Aber die Frage ist, wie regeln wir das mit Kaini? Ich will nicht, dass sie stirbt. Spüre den Hass in dir. Für eine Potato und er steht mittendrin. Ja, lecker. Eigentlich müssten das doch auch irgendwie als Menschen umgewandelte Kampfmaschinen sein, oder? ja, geile Szene, aber was ist mit Kaini? Kaini, are you alright? Kaini, are you alright? Sie wurde gerade von einem Speer durchbohrt, Leute. There is little we can do for her.
WTF. No! Keine! Einfach mal so. Zack. What is happening? Sieht so ein bisschen aus wie die Runenpest. Keine! Keine! Was geht hier ab, Leute? Oh, WTF. Jetzt ist sie selber ein Schattenmonster, wogegen wir kämpfen müssen, oder wie? It's Kaine's Shade. We've no other choice. We must strike it down. Ja, wo ist sie denn? Sie ist ganz schön schnell, wie sie halt so ist. Ach so, jetzt liegt sie da. Ja, eigentlich will ich sie gar nicht umhauen, aber ich glaube, so richtig was anderes bleibt uns hier gerade nicht übrig, oder? Aber auch sie wird nochmal aufstehen. Ein wahrer Freund, weil wir sie umgehauen haben, oder wie? Ah, ne, sie ist wieder normal. Keine! Wir haben quasi den Schatten aus ihr rausgeprügelt, oder was? Keine! Haben wir sie gerettet? Ich konnte es nicht back. Ich kann nicht mit... We're always going to be together, Kaine. If you transform again, we'll just stop it again. As many times as it takes. I don't care how tough it is. We're gonna get you back. I like sleeping outside because I'm with you, Kaine. I'm able to ignore my appearance and keep going because of you. I'm weak and I'm sad and I'm lonely. But you make me strong. You're my friend and I need you. So don't you dare leave me. So geil, er ist irgendwie so ein bisschen der Gegenpol zu Kaine, die da eine Hasstirade nach der anderen teilweise rausgelassen hat. Und er lässt hier eine Freundschaftsbekenntnis nach dem anderen raus. And thanks. I'm alright. I'm alright? Was? Sie wurde gerade von einem Riesenspeer durchbohrt. Aber gut, es reicht danach anscheinend, den Schatten aus ihr rauszuprügeln. Danach ist sie wieder fit, oder wie? Was ist das denn? Okay, und da liegt irgendwas. Und es geht eine Art Portal auf, oder was? Naja gut, Kaine ist nicht tot. Oh, ich war jetzt auch nicht bereit hier für einen kleinen Traueranfall. Gott sei Dank ist sie nicht tot, aber unter skurrilen Umständen auf jeden Fall. Wir haben ein geheimnisvolles Steinfragment erhalten. It's me. It's got some kind of writing on it, but I don't know what it says. How remarkably useless of you. Well, let's go ask Popola. Der weiß es einfach so hart. Wie außergewöhnlich nutzlos du doch bist. Auf die Knie, elender, unwürdiger Wicht. Also Grimoire weiß... Und Kaine haben auf jeden Fall das Potenzial, zumindest zu meinen Lieblingscharakteren in Videospielen zu gehören. Es ist eine Art Code. Can you determine its meaning? I think this is the key to unlocking the Shadow Lord's castle. Here, take a look at this. Der Steinwächter, Gesetz der Robotik, das dürfte am Schrottplatz sein. Gedächtnisbaum ist wahrscheinlich dieses Text-Adventure-Dings. Cerberus Opfer? Naja, mal sehen, wo uns das so hinführt. This fragment is called the Stone Guardian. Given that you found it in the Lost Shrine, the words must mean something. There are spaces here for four other fragments as well. Sacrifice, the Law of Robotics, the Memory Tree, Loyal Cerberus. The Law of Robotics probably refers to the junk heap.
Ja, den Verdacht hatte ich gerade auch schon. Super, dass sie genau die Sachen entschlüsselt, die ich mir auch schon gedacht habe. I don't have a clue. Not a problem. Hmm? If we want to fill in the words, we just run around the world killing every big monster we find, right? Right. Oh, splendid. By all means, let us undertake a murderous rampage. They're just shades. Besides, it's the only way to reach the Shadow Lord. It's a dangerous task. Yeah, well, Yona's in even more danger. But how can you even be sure that she's... Because she is! Right? Wie können wir davon ausgehen, dass sie noch am Leben ist? Ja, ich weiß es auch nicht. The Junk Heap and the Forest of Myth, yeah? I'm on my way. Please be careful. Oh, and listen. About Kaine and Emil. The villagers know how much they've sacrificed, and they're thankful. It's just... They're scared, you know? People can't change overnight. I'll hurry them along the best I can. But can you please give them a little more time? I'll try. I try. The villagers know how much they've sacrificed. And I'll hurry them along the best I can. I'll try. Okay. Den Dialog hatten wir gerade schon. Juli! Wo wollen wir denn jetzt als erstes hin? Heute kam eine Händlerin durchs Dorf und zog die verrücktesten Sachen aus ihrer Tasche. Sie sagte, sie heiße Accord. Ach, wir gehen mal zum Schrotthaufen. Erstens können wir mal gucken. Ob wir unsere Waffen da upgraden können. Wir haben auch eine Nebenquest da offen, irgendwelches Zeug zu farmen und zu besorgen. Das könnten wir dann alles mal angehen, da oben im Junkyard. Genau, zwei Brüderwaffen. Das waren die beiden Kinder, deren Mutter, glaube ich, beim Fremdgehen oder sowas gestorben ist. Oder beim Flirten, ich weiß gar nicht. Fremdgehen richtig war es ja nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall sind das die beiden Schmiede, die unsere Waffe upgraden können. Die Frage ist... Hat uns das Schiff da irgendwie weitergeholfen? Das Boot? Ich glaube nicht, oder? Jo, schauen wir mal. Achso, kriegen wir gerade eine Nebenquest oder was? Ich wollte eigentlich nur gucken, wo ich hinfahren kann. And since we couldn't celebrate the occasion together, things got a little die beiden. Heated. I want to make it right and get back in her good books, but I'm a little in over my head. Think you could help a guy out? I give my very best. Ja, komm. It'll take a hell of a present to make up for a missed wedding anniversary. I thought the same thing, so I asked my sweet dumpling mein if there's anything Knödelchen. She wants. And she told me I want that thing you promised me back when we were newlyweds. That thing? Exactly! The problem is, I can't for the life of me remember what it was! Can you believe I forgot? Das könnte mir ja nie passieren. I'm just the worst! So, you have any idea what my wife might want? Come on, you gotta help me out here! Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Frau des Fährmanns denkst? Wie sie streiten, ihre dunkle, ihre rote Tasche. Well, you guys carry matching red bags, right? Red? Vielleicht könnte sie ja mal blaue Taschen tragen. We got married after learning we had a shared love of all things crimson, so she'll definitely want something red. Ich hoffe, sie haben nicht nur deswegen geheiratet. I remain skeptical this will lead us to something his wife truly desires. So close, I can taste it. Let's see, red, red, red. Yeah, I got nothing here. What do you think I should give her? Was kommt dir in den Sinn, wenn du überlegst, was eine Frau sich wünschen könnte? Etwas Süßes, teure Juwelen oder hübsche Blumen? Flowers. Bleib mal bei Blumen. Everyone loves a good flower. Yeah, I don't feel like I've seen my wife giving two hoots about flowers like. Das ist schlecht. Girls like what? Like apples? Yeah, she loves apples, but
problem is, she already eats them all the time. Ich hatte fast geahnt, dass das auf teure Juwelen hinausläuft, aber ich wollte es nicht sagen. Yeah, I guess she might have mentioned wanting something like that a long time ago. This is getting us nowhere. Can you believe she actually married this lout? You know what? Fine. I'll just get her apples, a red jewel and some red flowers and call it a day. Ach, Äpfel, ein rotes Juwel und ein paar rote Blumen besorgen. Und das sollen wir jetzt alles machen, oder wie? Flowers squared away in Seafront. But I'll probably need your help finding a red jewel. So, what do you say? Help out a pal for old time's sake? How could I say Natürlich. No? Look at us with those puppy dog eyes. Sure. Oh, thank you, thank you, thank you! Once you found it, just bring it right to my home in Seafront, okay? Natürlich. Noch irgendein Hinweis, wo wir den finden könnten. Nordfelder Schrein hinten. Ich glaube, das nächste, was jetzt dran ist am Schrotthaufen, sind tatsächlich die Nordfelder, ne? Mal gucken, wo wir auskommen in den Nordfeldern. Naja, schade. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass es so in jedem Gebiet einen Schnellreisepunkt gibt. Aber das ist uns anscheinend verwehrt. Sehr schade. So, wo sind wir jetzt genau? Ach da, relativ genau in der Mitte, unten am Wasser. Und hier liegt auch schon wieder so ein Eber rum. Jo, wie war das? Ich glaube, wir mussten über die Brücke da, ne? Lassen die Shades hier erstmal Shades sein. Genau, da mussten wir, glaube ich, raufkraxeln und dann in so einer 2D-Sequenz irgendwie die Brücke überqueren. Und dann sind wir eigentlich schon am Boah, ernsthaft. Boah, Leute. Wo sind denn hier mal meine Kollegen, die mir irgendwie mal helfen könnten? Also die Schattenviecher haben doch ordentlich zugelegt hier insgesamt. Vor allen Dingen stecken sie kaum ein. Das ist echt so das Hauptproblem. Es dauert echt, bis man hier so ein Pack besiegt hat. Ein Wort erhalten, immerhin das. So, und einer ist, glaube ich, noch da. Haben wir es jetzt? Kommen wir jetzt endlich auf die Brücke drauf? Danke. Zack. 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 Wie viel Arzneikraut hier auf der Brücke liegt. Boah, ernsthaft? Und für diese fucking Brücke gibt es keine Abkürzung. Oh Mann. So. Immer wenn ich einen Brief von Drexel lese, möchte ich ihn unbedingt wiedersehen. Das ist gut. Gotta be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh, wow. Check this out. It looks brand new. Hey, be careful, all right? This place is dangerous. Uh-oh. I'll be fine. Oh, no. Huh? Jetzt haben sie sich selber eingesperrt, oder was? Look out! Huh?
Oh nein, er hat seinen großen Bruder eingeklemmt, Jacob? Bis getötet. God, this can't be happening. Jacob! Jacob! Der sieht ziemlich platt aus, mein Freund. Und ich glaube, er hat gerade seinen Arm in der Hand. Kann das sein? Oh, das ist übel. No! So, P33. Ist ihm der wohl freundlich gesinnt? Was sollte uns diese Sequenz jetzt sagen, außer dass der Kleine seinen Bruder umgebracht hat, aus Versehen? The Junkie. Perhaps we should speak to the brothers. They might know something about this. Wir gehen erstmal speichern. Ach ja, genau, hier liefen ja diese komischen Ratten rum. Oh, hey there. It's been a while. You're the little one, aren't you? Das habe ich auch gerade gedacht. How fares your brother? Er hat doch eine tiefe Stimme bekommen. My brother's been dead for 4 years. Ah, okay, es ist schon eine Weile her. I see. I see, sagt er auch. It's okay. I need to ask you something. What is it? You heard any rumors about shades around here? Not the little ones. I'm looking for one that's unusually big and powerful. No, I haven't heard about anything like that. But I haven't really been listening. All I want is to destroy robots. Just rip them up. Okay, er hat einen kleinen Hass auf Roboter entwickelt. Okay. Never mind then. See you later. Yes. I recently got my hands on a weapon. A very powerful weapon. I thought you might get some use out of it. Oh, danke schön. This sword has seen better days. Aber mittlerweile haben wir echt schon einiges an Waffen gesammelt, muss ich sagen. Beat up. I mean, there's potential, but it's fairly powerless right now. Can you repair it? I can repair anything with the proper materials. If you'll fix it, I'll get the parts. I'm so glad I decided not to throw this out. I'm gonna need some memory alloy. Er hat auch einen Roboterarm, ne? Hat er den beim ersten Besuch auch schon gehabt? Only the real big enemies on the second basement level have them, so watch yourself. Also, here's the passcode to get down there. Use it on the elevator. Du hast den Passcode für B2 erhalten. I'm gonna need only the real big. You got it. By the way, what can I help you with? Wollte schon sagen, man kann doch hier auch Waffen verstärken, oder? Ah, cool. Okay, die ich verstärken könnte. Die werden hervorgehoben. Come back. Ich müsste gerade mal gucken. Entschuldigung. Genau, im Moment trage ich ja so ein Großschwert hier. Ein schweres. Mit 172 Schaden. Und 40 Magiestärke. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das Bestienverderben. Ich weiß nicht, ob ich mal eine andere Waffe ausprobieren soll. Zweihandschwert? Ah ne, was trage ich hier gerade? Ah ne, das sind Einhandschwerter. Ja genau, die Zweihandschwerter waren cool. Die machen natürlich ordentlich Damage. Axt der Enthauptung. Könnte ich eventuell auch mal probieren. Und die haben natürlich Reichweite, ne? Diese Speere. Ich glaube, ich würde mal die Axt der Enthauptung nochmal probieren. Mal gucken, ob man die oder das Bestienverderben upgraden kann. Nee, das Bestienverderben nicht. Fehlt mir Eisenerz für. Axt der Enthauptung. Die könnte ich tatsächlich nochmal upgraden. Die macht schon ordentlich Kavums, ne?
Sie kriegt dadurch mehr Angriffsstärke, aber verliert Magiestärke. Interesting. Ja, komm, hau mal raus da. Und jetzt fehlt Kupfererz, rostiges Küchenmesser und dezentes Armband. Interessant, was man hier für die Upgrades so braucht. Come back. So, jetzt müssten wir nochmal Worte zuweisen, wenn wir nochmal probieren wollen, sowas hier zu benutzen. Angriffsstärke und Erfahrungsrate. Achso, vergiften und lähmen Stufe 1. Vergiften finde ich eigentlich schon ganz nice. Machen wir es lieber so. Man muss sich ja nicht immer daran halten, was das Spiel einem hier vorschlägt, oder? What can I help you with? So. Habe ich den jetzt aus Versehen angelabert? Jetzt wollte ich auch nochmal eben gucken. So, beschädigte Karte müssen wir für nach Fassade. Genau, hier suche ich einen roten Edelstein für. Genau, Gedächtnislegierung, Titanlegierung und kaputten Motor. Aber wo sie. Okay, das, was er gerade meinte. Was hat er mir jetzt gerade für eine Waffe gegeben? Ich glaube, das, was er mir gegeben hat, das fällt ja einfach unter die normalen Upgrades, oder? Das ist gar keine spezielle Aufgabe. Kann das sein? Bin mir aber jetzt gar nicht mal so sicher, was das hier gewesen ist, was er mir gegeben hat. Muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann. Entweder durch mein eigenes Video oder durch das Wiki oder so. Okay, Leute. Nichtsdestotrotz sollen wir hier auch, glaube ich, nach so einem Steinding suchen. Und wir haben ja eine neue Schlüsselkarte für eine neue Etage hier in dieser alten Fabrik gefunden. Und die werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, denke ich. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.